brauchst noch einen Golem. Das ist ja auch wirklich gespickt hier, zwei Stück. Ja, der hat sich auch nicht wirklich gewehrt. Verrückt, dass hier so viele Viecher sind und die da im Zentrum da irgendwie sich da gar nicht so richtig drum kümmern. Diamant erhalten. So, Jägerwurzel, 70er Truhe. Na. Ein Seelenfänger. Schwerter, 30 bis 60 Schaden. Rot, Gold, Feder, Rost. Achtung, mach dich bereit. Ja. Wo ist der Gegner? Edward, wo ist der? Laufen kannst du, was? Nee, bisher steht er noch da. Wo bist du? Zwei Stück. Komm, wir gehen hier rum. Wo willst du hin? Na, ich will die Skelette angreifen. Kommst du mit? Komm her. Lauf nicht weg. Na, Edward. So schnell kannst du gar nicht gucken, wa? So, wo haben wir denn den anderen? Hier, ne? So, Edward, komm her. Hier ist noch eine Truhe. Der Zehner. Ein Streitkolben Apfelfusel Gold. So, ich denke mal von hier oben da mit ein paar Barrieren, das ist auch noch nicht hoch genug. Dann ginge es ja noch weiter nach oben. Na, ah, hier Edward. Den richtigen Spot hier erwischt. Ne. Doch. Ich eile. Ach so. Na gut. Endlich hat der Kampf ein Ende. Jetzt habe ich das andere Skelett irgendwie aus den Augen verloren. Egal. Na, hier, ne? Ja. So, da habe ich doch schon irgendwas knurren hören. Noch so ein Erzgolem hier. Ich finde den hier wirklich großartig, ne? Mit den blauen Stacheln hier. Endlich hat der Kampf ein
hängt da hier in einem Pfosten. So. Jetzt sind wir ja hier oben. Da geht's noch weiter nach oben. Hier ist noch eine kleine Höhle. Ah ja, da sind wir hier an dieser Spitze hier, da wo ich vorhin meinte, irgendwo, da könnte man vielleicht einen Papagei mal probieren. Also das ist schon ordentlich hoch, ne? Ob ich das nochmal probiere? Also reizen wird's mich schon nochmal. Vielleicht von hier darüber. Hier, das ist das nächstgelegene Schiff. Komm, ich probiere das nochmal. Ich speichere nochmal ab. Mit der 5. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Könnte klappen. Ich komme nicht weiter. Die Karte, die hört hier auf. Was hätte geklappt? Also es hätte geklappt von der Entfernung. Aber die Karte, die lässt das nicht zu. Na gut. So, was haben wir denn hier? Na komm her. Na. Oder mit dem Äffchen rein, oder was? Nee, auch nicht. Nee, da ist auch die Karte auch zu Ende. Das können wir nicht erkunden. So. Jetzt hier Skelette, Golems und so weiter. Hier geht's ja auch noch hoch, ne? Genau. Na? Verteidigt sich aber auch gut, ne? So. Beeindruckt. Nein. Na komm her. So, der steht ja jetzt hier nicht irgendwie nur so zum Spaß rum. Da muss es noch irgendwie weitergehen. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Aber hier. Ein Silberteller. So, und jetzt ist doch hier irgendwie... Schau mal auf der Karte, ne, da geht's nicht weiter. Da unten ist noch hier so ein Höhleneingang, aber da sind wir hier schon da oben. Okay. So, dann haben wir das ja erstmal hier so weit erledigt. Quatsch mal mit den Leuten hier. Mit ihm haben wir auch noch gar nicht geredet. Er scheint irgendwie ein... Ach hier, Hector, hier, der ist hier am Arm drücken. Teleportstein. Haben wir hier noch einen Teleporter? Nö.
Ich war zuerst hier. Sie gehört mir. Such gefälligst woanders nach einer Braut. Und jetzt zisch ab zu Carlos und mach dich nützlich. Kannst Diaz gleich mitnehmen. Ich habe nicht vor, dir was wegzunehmen. Aber sicher doch. Stiefelst den ganzen Weg hierher, nur um die Aussicht zu genießen, ne? Von wegen. Circe wird mein Weib. Wegen einer Frau macht er hier so einen Wind? So, pass auf. Das mit der Pflichterfüllung nimmst du nicht so ernst, oder? Sag mal, was quatschst du denn da? Hast du hier jetzt das Kommando an dich gerissen, oder was? Ich mach schon noch meinen Dienst. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Ja. Lass uns doch mal Arm drücken. Lass uns Arm drücken. Du willst es mit mir aufnehmen? Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Du hast keine Chance. Neuquest, der Aufschneider. Wir werden's sehen. Nachfragen. Gewonnen. Wie zum Geier hast du das geschafft? Noch nie hat mich jemand geschlagen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Naja, soll keiner sagen, ich wäre ein schlechter Verlierer. Aber gegen dich drücke ich nie wieder. So, 200 Gold erhalten, Questerfolg der Aufschneider. So, dann trainieren wir weiter. Oder hat er noch irgendwas zu erzählen? Du hast wohl schon lange keine Frau mehr gesehen. Natürlich nicht. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und wenn du dann eine hast, dann musst du ihr was bieten. Das wäre? Wirf mal einen Blick auf meine Muskeln. Wenn ich die spielen lasse, dann schmilzt sie dahin. Kannst ruhig mal anfassen, wenn du willst. Schon gut.